Yehudiel. Yehudiel, auch Yehudiel bezeichnet, ist eine andere Schreibweise für Yehudiel und Yehudiel. Yehudiel ist eine von 7 Erzengeln, insbesondere in der byzantinisch-orthodoxen Kirche. In der westlichen Kirche werden insbesondere verehrt Gabriel, Michael und Raphael. Wenn man von 4 Erzengeln spricht, meint man Gabriel, Michael, Raphael und Uriel. Aber es gibt 3 weitere Erzengel, nämlich Barachiel, Yehudiel und auch Sealtiel. Sealtiel wird manchmal auch noch etwas anders geschrieben. Im 15. Jahrhundert beschrieb Amadeus de Silva, der 1482 gestorben ist, 7 Erzengel und einen davon nannte er Yehudiel, der auch geschrieben wird, ohne das E am Anfang, also Yehudiel. Yehudiel wird oft dargestellt mit einer Krone, wie auch mit einer Peitsche, daher gilt er als Herrscher. Yehudiel ist einer der Engel, der einem helfen will, stark zu sein. Yehudiel ist der Überbringer, aber auch der göttlichen Liebe. Yehudiel ist eine Überbringer von Gottes barmherziger Liebe. Yehudiel gilt als Engel des Freitags. Yehudiel ist auch ein Engel, der insbesondere helfen kann, in die oberen Himmel zu kommen. Yehudiel steht also für Verantwortung und Pflichtgefühl. Yehudiel steht aber auch für Verantwortungsbewusstsein, für Herz und Intuition. Yehudiel sagt, du stehst vor anspruchsvollen Aufgaben. Gott wird dich dabei unterstützen. Yehudiel hilft dir, deinem Schicksal und den großen Aufgaben ins Auge zu schauen und göttliche Kraft dabei zu spüren. Yehudiel gehört also zu den 7 Erzengeln. In der christlichen Ikonografie erscheint er mit einer Krone und auch einer Peitsche. Damit soll die Autorität und das Verantwortungsbewusstsein beschrieben werden. Yehudiel ist aber kein Racheengel. Yehudiel will einem nur helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.